Hallo, ich bin Jenny, ich arbeite hier bei AIFS in der Au-pair-Abteilung und heute erzähle ich euch, was ihr nach eurem Au-pair-Aufenthalt oder während des Au-pair-Aufenthalts in Australien noch so machen könnt. AIFS – Educational Travel. Als Au-pair seid ihr platziert bei einer Familie für 6 oder 9 Monate. Im Anschluss an diese Au-pair-Zeit habt ihr aber auch die Möglichkeit, noch weiter vor Ort zu bleiben, da das Working Holiday Visum, mit dem ihr vor Ort seid, immer für 12 Monate gültig ist. Das heißt, im Anschluss an die Au-pair-Zeit gibt es noch viele verschiedene Optionen für euch, weiter in Australien zu bleiben und das Land kennenzulernen. Die erste Option wäre zum Beispiel, Work and Travel zu machen. Dafür könnt ihr auch die Work and Travel Services unseres Büros in Sydney kostenfrei nutzen. Da geht es darum, dass die Kollegen euch helfen bei Erstellung von Bewerbungen. Die haben immer verschiedene Jobausschreibungen, also wissen genau, wie ihr da am schnellsten an einen Job kommt. Allgemein könnt ihr jeden Job annehmen, der euch angeboten wird. Da ist von der Branche her ein Limit gesetzt. Eine der häufigsten Jobs, die man findet, sind in der Erntehelfe. Da würdet ihr dann beispielsweise Äpfel pflücken oder anderes Gemüse ernten. Weitere Jobs findet man häufig in der Gastronomie oder Hotellerie, dann in der Gastronomie zum Beispiel als Kellnerjobs oder in der Hotellerie am Hotelempfang. Zudem könntet ihr auch noch im Tourismus arbeiten, als Tourguides für Ausflugsziele, das wird häufig gesehen. Als Beispiel könnte ich nennen, dass man aktuell auch auf Hamilton Island, das ist eine Insel im Osten von Australien, in einem Resort arbeiten würde. Dort könnte man dann zum Beispiel im Upkeeping der Zimmer arbeiten oder auch in der Hotelgastronomie. Und gleichzeitig habt ihr dann die Möglichkeit, an einem Ort zu wohnen, an dem andere Leute Urlaub machen. Eine weitere Möglichkeit, die Zeit vor Ort zu verbringen, wäre, sich in freiwilligen Projekten zu engagieren. Das hat den Vorteil, dass man im Umweltschutz und im Tierschutz aushelfen kann, während man gleichzeitig Locals kennenlernt und auch andere internationale Volunteers und somit Freundschaften schließen kann. Ihr könnt auch immer auf unserer Homepage vorbeischauen, um euch dort weitere Informationen über die verschiedenen freiwilligen Projekte zu holen. Ihr könnt euch beispielsweise im Umweltschutz engagieren oder das Wildlife Habitat Projekt machen. Dort würdet ihr dann verletzte Tiere pflegen oder Tiere großziehen. Unter anderem würdet ihr dort auch sehr seltene Tiere pflegen, die vom Aussterben bedroht sind, und habt dann die Möglichkeit, mal auf Tuchfühlung zu gehen mit Koalas oder die Kängurus zu streicheln. Darüber hinaus habt ihr auch die Möglichkeit, euch anderweitig freiwillig zu engagieren. Es gab beispielsweise Anfang 2020 ein Au-pair, deren Hostdad bei der Feuerwehr gearbeitet hat. Und während der Buschbrände hat er sie dann dazu eingeladen, sich auch freiwillig bei der Feuerwehr zu engagieren. Und sie hat dann mitgeholfen, die Buschbrände in Australien zu löschen. Die letzte Möglichkeit, die Zeit nach eurem Au-pair-Aufenthalt zu nutzen, wäre natürlich zu reisen. Dadurch, dass das Land so groß ist, eignet es sich besonders gut für verschiedenste Roadtrips. Da gibt es ganz, ganz tolle Strecken, zum Beispiel an der East Coast entlang. Man kann auch ins Outback fahren und dann den Ayers Rock bestaunen. Da gibt es wahnsinnig viele tolle Strecken, die ihr fahren könntet. Ihr könnt auch am Great Barrier Reef tauchen und das größte Korallenriff der Welt bestaunen. Oder ihr macht einen Ausflug nach Fraser Island. Das ist die größte Sandinsel der Welt und dort könnt ihr dann die unglaubliche Natur bewundern. Wenn euch das Großstadtleben mehr begeistert, gibt es da natürlich auch super viele Optionen. Über Sydney nach Melbourne oder Brisbane. Es gibt wahnsinnig viele tolle Städte, die ihr erkunden könnt. Ich hoffe, wir konnten euch heute ein bisschen Inspiration geben für euren Aufenthalt in Australien. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, könnt ihr auf unseren anderen Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Wir haben auch immer wieder Takeover von Teilnehmern, die sich aktuell vor Ort befinden. Und da bekommt ihr dann den Einblick, wie der Alltag vor Ort aussehen würde und was man sonst so machen kann. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch auch immer gerne per E-Mail oder per Telefon bei uns melden. Dann helfen wir euch gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! AIFS, Educational Travel.